Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauer, wieder auf zurück auf meinem Kanal. Wieder eine Mod-Vorstellung, der auch selber gebaut worden ist. Man hatte mich gefragt, Mario, du, gibt es nicht die Möglichkeit oder könntest du nicht für mich, das ist wie gesagt für Enno zum Beispiel, eine Halle bauen, wo du die neuen DLC-Fahrzeuge von Borgold, spricht man jetzt falsch aus, das ist, wie gesagt, Englisch kann ich nicht, habe ich jetzt ein bisschen falsch ausgesprochen, aber jedenfalls dieses DLC, wo man die Fahrzeuge einladen kann. Mit oben drüber, wo man dann oben drüber eventuell auch noch ein Lager hat. Dieses habe ich dann gemacht, wieder mit der Hilfe von Gigi. Auch da einen recht herzlichen Dank nochmal fürs Durchschauen, ob da noch irgendwo Fehler sind. Auch wie gesagt, er hat mitgeholfen, er hat mitgemacht und hatte dann hier noch ein paar Verbesserungen, Veränderungen gemacht. Von daher auch da nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Wie ihr seht, liebe Zuschauer und Zuschauer, haben wir hier den Trigger. Saatgutpaletten, er nimmt dieses auch an, er macht's. Was schon mal sehr, sehr, sehr gut ist. Jetzt könnt ihr natürlich hingehen und sagen, gut, ich lasse jetzt meinen Gabelstapler hier stehen. Auch diese Möglichkeit habt ihr, den hier stehen zu lassen. Wie ihr seht, haben wir wieder viele Regale. Natürlich wieder so meine farbenmäßig. Auch das haben wir gemacht. Ihr könnt natürlich auch trotzdem hin, weiterhin, auch ohne GC. Für mit GC müsst ihr ja machen, müsstet ihr ja aber auch hier, wenn ihr sagt, nee, ich habe keine Lust, das einzulagern, könnt ihr auch die Paletten, wie ihr seht, hier so hinstellen. Dann haben wir auf jeden Fall hier, wie gesagt, auch hier nochmal einfach, um euch zu zeigen. Auch hier haben wir nochmal reingetan. Ihr könnt natürlich auch nochmal Setzlinge reinmachen. Das auch ist auch drin, geht sofort mit. Wie ihr seht, haben wir dann hier Saatgut. Hier haben wir dann Pflanzenschutz. Auch hier, wie gesagt, ihr steht vor den Regalen und könnt direkt vor den Regalen, wie hier, Saatgut, auch sehen, was ihr habt. Ne? Pflanzenschutz. Flüssigdünger, Pflanzenschutz, sehr gut, Flüssigdünger. Auf jeden Fall habt ihr alles hier. Wolle könnt ihr einlagern, Schweinefutter. Auch hier wieder Dünger. Pferdefutter ist das sogar. Auch hier seht ihr das. Auch nochmal hier ist, wie gesagt, wieder unser Schild. Auch diesen Schild kennt ihr ja schon durch andere. Da habt ihr nochmal die Saatgutpaletten stehen, Flüssigdünger, Pflanzenschutz, Setzlinge, das sagen wir gleich, Wolle, Schweinefutter, Hühnerfutter, Dünger, Pferdefutter. Auch dieses könnt ihr hier einlagern. Jetzt spulen wir mal eben kurz nach vorne. So, und zack, er hat's gemacht. Wie ihr seht, habt ihr es. Und auch hier wieder, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es leuchtet. Das ist wirklich auch hier sehr, sehr cool und sehr schön gemacht von ihm. Echt klasse. Auch hier, liebe Zuschauer, ihr seht, es ist dunkel. Lichtschalter ist auch. Auch hier wieder sehr top gemacht. Das sind, was er gemacht hatte, Feinarbeiten, die ich so noch nicht hinbekomme. Auch hier muss ich sagen, hat er das richtig cool gemacht, dass sogar jetzt die Lichtröhren sogar jetzt leuchten. Auch hier perfekt. Auch da nochmal vielen herzlichen Dank. Das hat er zum Beispiel gemacht gehabt. Auch mit den Toren hat er, hat Gigi gemacht, dass, wie ihr seht, die Tore wirklich hier so rumgehen. Auch hier super. Was natürlich auch sehr perfekt ist. Das sind so Sachen, die er wieder gemacht hat, die ich wieder nicht konnte oder nicht gut kann oder sonstiges. Auch sehr schön gemacht. Auch hier haben wir gerade ein Problem. So.
Auch hier sehr, sehr, sehr schön gemacht. Auch cool gemacht. Wie sieht, liebe Zuschauer, leuchtet das jetzt hier abends? Auch das ist cool gemacht. Da muss ich mich auf jeden Fall mit Ihnen nochmal unterhalten. Da muss ich nochmal kurz fragen, wie er das gemacht hat. Weil wir werden das auf jeden Fall für den nächsten Mod auch wieder verwenden. Wie gesagt, es leuchtet hier an der Seite. Richtig cool gemacht. Man sieht es von Weitem. Richtig top, richtig cool. Also ich bin top zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen. Und hier haben wir wieder die Halle. Auch hier, liebe Zuschauer, ihr seht's. Geht dieses hier wieder hoch und hier haben wir wieder den Lichtschalter an, aus. Zack, auch hier leuchtet das wieder perfekt. So, jetzt nehmen wir uns aber dieses Tor nicht. Wir nehmen uns dieses Tor. Hier muss ich auch sagen, ich könnte nur zwei Fahrzeuge reinstellen, aber ihr könnt reinstellen. Das ist extra so gemacht worden. Hier haben wir jetzt auch nochmal Licht. Jetzt versuchen wir dieses hier mal vernünftig. Wie gesagt, das ist das DLC, wo ihr diese drei Anhänger dran macht. Den Traktor, dieses Ding, könnt ihr alles reinmachen. Das ist dieses. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr gerade reinkommt. Ich habe extra geguckt gehabt, dass ihr genug Platz noch habt. Auch da haben wir, hat man drauf geachtet. Das Schild gehört übrigens hier, was ihr da in der Mitte gerade seht, gehört natürlich nicht dazu. Ich hatte hier was entfernt, hier war ein anderes Gebäude drauf, deswegen. So. Dann könnt ihr nämlich hingehen und sagen, okay. Jo, und Feierabend machen. Auch hier, liebe Zuschauer, ihr seht, hier ist genug Platz. Ihr könnt auch ein bisschen dichter dran fahren. Ihr habt genug Platz, es geht. Auch hier hinten. Sind so noch ein Stück zuvor gefahren. Auch hier könnt ihr dann diese zwei, könnt ihr dieses Gerät reinstellen. Dann könnt ihr hier neben natürlich noch eins hinstellen. Auch hier die Höhe ist drauf geachtet worden. Auch hier haben wir dann natürlich geguckt. Ihr habt genug Freiraum. Ihr könnt hier wirklich rein und raus. Haben wir auch alles gemacht. Gehen wir jetzt hier nochmal nach draußen. Auch hier. Ja. Wird das ganze Spielchen dann rein theoretisch so aussehen. Gut, natürlich sieht das jetzt ein bisschen groß aus, aber es ging nicht anders. Könntet ihr machen. Dann machen wir hier mal wieder Lichtschalter aus, weil wir einfach sagen, nein, wir brauchen jetzt kein Licht, wir machen jetzt Feierabend. Machen hier Schottenlicht. Haben wir aber was vergessen. Man sollte auch im Traktor Licht ausmachen. Auch dieses machen wir doch eben schnell. Licht aus. Aussteigen. Schottenlicht. Und dann kann man natürlich zum nächsten eigenen Hof gehen. Wie gesagt, liebe Zuschauer, das ist der Mod. Es ist extra gefragt worden, ob wir dieses machen können. Ja, ich habe das gemacht gehabt. Ansonsten gibt es nicht viel zu machen. Doch hier noch, liebe Zuschauer, auch hier nicht wundern. Es ist hier ein bisschen steil, wenn man hier so hoch fährt. Ihr habt ja selber mitgekriegt, fährt man nur 5 oder 6 km/h hoch. Geht nicht. Auch hier könnt ihr nicht runterspringen. Also die Gefahr, dass ihr abstürzt, ist nicht da. Wir haben hier eine Glasscheibe, wo man auch durchgucken kann. Jetzt könnte man sagen, huhu, Opa, wie geht's dir? Ja, und dann geht's ja gut, da könnte eventuell nicht funktionieren, weil natürlich die Scheibe davor ist. Auch hier, wenn das regnet oder sonstiges, ihr habt schön Unterdach hier, hier könnt ihr schön euch unterstellen. Ihr werdet nicht nass, nicht feucht. Auch dieses hier ist so gemacht worden. Auch hier wieder, ne, natürlich wie immer auch eine Scheibe drin. Fand ich ein bisschen cooler. Da kann man auch ein bisschen rausgucken, wenn das regnet, denkt man sich, oh schön, schön, guck mal wieder, Mond hier rausschauen oder sonstiges. Auch dieses ist von mir bedacht worden. So, was haben wir sonst hier noch zu dem Mod zu erzählen? Das haben wir. Wir haben das, wir haben das. Ja, das. Was denn auch von mir, liebe Zuschauer, mit dem kleinen Mod?
den ich euch hiermit somit vorstelle. Wie gesagt, ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran und ihr könnt jetzt auch eure Fahrzeuge reinstellen. So wie ich das jetzt auch gemacht habe, gerade für dieses DLC, dass ihr es reinstellen könnt. Ich würde mich wie immer natürlich über positive Sachen freuen. Wenn ihr noch Fehler findet, entdeckt oder meint, da wäre noch irgendwas, auch dieses könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das hinkriegen und dieses dann zu beheben. Aber ich konnte jetzt keine Fehler feststellen. Lichtschalter funktionieren, das An- und Aus funktioniert, das Licht hat man gesehen, dann geht. Auch hier die Tore funktionieren. Die Lagerhalle funktioniert oben drüber, die Lichter funktionieren. Also perfekter kann man es nicht eigentlich machen für meine Verhältnisse. Und wie gesagt, dank Gigi würde sowas hier gar nicht erst entstehen. Zwar die Ideen, ja, aber nicht die Umsetzung immer so, wie meine Ideen sind. Auch da habe ich ja wieder ein neues Projekt, da könnt ihr euch übrigens auch drauf freuen. Es gibt es natürlich auch für diesen SABD-Lager. Gibt es eine, wird es eine Hauptzentrallager geben oder eine Hauptzentrale geben? Auch da könnt ihr euch schon mal riesig freuen. Da habe ich ja Ideen, die ich da ein bisschen rumwässern mit am Rolling bin. Wie bauen wir, wie was? Auch dieses werden wir machen. Und es werden noch etliche andere Sachen kommen. Und natürlich werde ich, da muss ich aber gucken, wie ich das mache, das weiß ich alles noch nicht, auch viele Sachen mit rübernehmen in die neue Version. Bis dahin alles Gute, ich wünsche euch einen festlichen, schönen Freitag haben wir heute, nicht, dass ich wieder durcheinander komme. Bis dahin, macht's gut.